Sie sind Hausbesitzer oder Bauherr und möchten unabhängiger sein, Ihren eigenen Strom erzeugen? Eine Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach ermöglicht das. Dabei stellen Sie sich bestimmt die Fragen: Welches Dach eignet sich für eine Photovoltaikanlage? Grundsätzlich eignet sich fast jedes Dach für eine Photovoltaikanlage. Wir bieten aber auch unterschiedliche Montagevarianten für jede Dachkonstruktion eine geeignete individuelle Lösung, je nach Anforderung. Was muss im Vorfeld beachtet werden? Bei einem Neubau ist es vielleicht wichtig, dass man die Vorkehrung trifft, dass die Verkabelung vom Dach in den Keller schon mit eingeplant wird. Aber auch das Nachrüsten einer Photovoltaikanlage bei einem bestehenden Haus ist kein Problem. Wie rentabel und aufwendig ist die Anschaffung einer Photovoltaikanlage? Die Anschaffung einer Photovoltaikanlage lohnt sich auf jeden Fall. Die Anschaffungskosten sind in den letzten Jahren sehr stark gesunken und man spart im Prinzip ab dem Tag der Inbetriebnahme der Anlage monatlich Energiekosten. Zusätzlich machen Förderungen die Anschaffungskosten noch einmal attraktiver. Es gibt bundesweite Förderungen, also eine Bundesförderung oder Landesförderungen. Die Förderlage ist allerdings jedes Jahr unterschiedlich. Deswegen wäre es von der Empfehlung her von uns wichtig, dass man sich mit Experten zusammensetzt und beraten lässt, was die aktuelle Förderlage betrifft. Verbund bietet mit der Tochtergesellschaft SolarVolta alles aus einer Hand. Das heißt, ich habe einen Ansprechpartner, der mich während der ganzen Projektphase begleitet. Und wir übernehmen sozusagen die Beratung, die Planung, die Förderabwicklung, die Abwicklung mit dem Netzbetreiber bis zur vollständigen Inbetriebnahme der Anlage. Was ist wichtig bei der Wahl einer Photovoltaikanlage? Bei der Planung einer Photovoltaikanlage sollte man auf die Größe und auf die Leistung der Photovoltaikanlage achten. Sprich, die sollte abgestimmt sein auf den Eigenverbrauch. Und wir sagen grundsätzlich, ein Einfamilienhaus hat circa einen Jahresstromverbrauch von circa 4000 Kilowattstunden. Das heißt, die geeignete Größe wäre eine 4 kW Peak-Anlage, weil durchschnittlich 1 kW Peak circa 1000 Kilowattstunden erzeugt. Ganz wichtig ist allerdings, dass der eigene Strom, den ich auch erzeuge, auch wieder selbst verbraucht wird. Nur dann rentiert sich eine Photovoltaikanlage. Und die Lebenserwartung einer Photovoltaikanlage liegt bei mehr als 30 Jahren. Wieso haben Sie sich für eine Photovoltaikanlage entschieden? Wir haben ein Haus gebaut, um ein Stück mehr Freiheit zu gewinnen und unabhängiger zu werden. Und damit war die Entscheidung für uns, eigenen Strom zu produzieren und Energieunabhängigkeit zu gewinnen, auch ganz klar. Außerdem sparen wir monatlich Energiekosten und es ist auch gleichzeitig unser positiver Beitrag für den Klimaschutz. Und SolarVolta hat uns als Partner hier wirklich super begleitet während des ganzen Projekts. Wir hatten fast keinen persönlichen Aufwand. Sie haben uns alles abgenommen. Wir hatten das wunschlos glücklich Paket. Wir sind jetzt schon wirklich sehr gespannt, wenn die Photovoltaikanlage fertig montiert ist, wie viel wir wirklich selber an Strom erzeugen und auch selber dann verbrauchen können. Und so wie die Sonne für uns persönlich ein Energieträger ist, ist sie jetzt auch für unser Haus ein Energiebringer.